Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht es an unserer Abarth-Rakete. Bei dezenten 32 Grad in der Bude geht es jetzt weiter mit den Vorbereitungen fürs nächste Mal fahren. Ich denke mal, das nächste Mal fahren wird tatsächlich vielleicht sogar Gear Collector Track Day, Nürburgring, 23.08. sein. Ein bisschen die Sennas verfolgen. Vielleicht, mal gucken, Spaß beiseite. Nein, also Track Day, Abarth. Das heißt, wir wollen mal ein bisschen aufdrehen, weil Nürburgring Grand Prix Strecke muss auf jeden Fall mal ein bisschen Leistung her. Kommen wir später im Video zu. Als allererstes machen wir jetzt Folgendes. Diese Motorhaube war ja damals in Anführungsstrichen kostengünstig. So ist sie auch, ohne jetzt hier was schlecht machen zu wollen. Ich bin einfach nur heilfroh, dass die bisher gehalten hat. War für den Anfang vollkommen in Ordnung. Bei der Haube ist, man hätte sie damals vor dem Lackieren einmal komplett anpassen müssen, dass sie halt richtig geil passt. So. Lange Rede. Jetzt waren wir ja bei der Firma Pogea Racing und Pogea hat tatsächlich da eine geile Haube für und die werden wir jetzt anbauen. Ein Punkt, der mich auch so ein bisschen gestört hat immer, war das hier so mit dem Scharnier. Das haben wir ja selber gebaut, das hat doch alles funktioniert. Ist auch alles geil, aber in Summe, irgendwann wird die mal auffliegen, kaputt gehen, wie auch immer. Deswegen bin ich einfach nur froh, dass wir sie jetzt zur Sekunde abbauen und eine vernünftige anbauen. Das heißt, als allererstes müssen wir natürlich jetzt hier gleich wieder Thema Gewicht abchecken. Wichtig ist nämlich immer, dass man mit der Ecke da unten aufpasst. So, jetzt einfach nur ein bisschen festhalten. So, das war's schon. Hältst du oder? Ne? Ja. Weil selbst die Haube wiegt jetzt ja nicht so viel. Aber es gab schon so den einen oder anderen Moment, zum Beispiel auf dem Salzburgring, wo man dann doch mal, in Richtung 230, 240 gefahren sind, wo ich mir dann doch schon gedacht habe, boah, ein Glück. Hat die jetzt gerade halten. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt musst du die mal einmal halten, Nico. Weil ich das Ganze einmal nullen muss. 3,4 Kilo. War auch schon nicht schwer, ganz ehrlich. Also Gewicht ist schon okay von der Haube. Aber jetzt zeige ich euch die Vorteile von der neuen Haube. Weil das ist einfach eine andere Liga. Das sieht man alleine hier schon drin. Passend einen Einsatz wie original. Hier schön direkt wieder eingearbeitete Stehbolzen. Hier richtig schön auch für den Scheinwerfer eine Kante dran. Und jetzt kommt's. Jawohl! Geil, sogar schon lackiert. Ja, für mal Lackwelt schnell einmal rübergehustet. Und also ich wollte das lackieren, die Einsätze, die hat Mike nachträglich draufgeklebt, die wollte ich passend zu den Verbreiterungen wie ein Carbon haben. Das ist auch ein großer Punkt, der ich sage extrem viel bringt, weil ich hatte bisher gar keine Lüftung, weder Radhäuser noch Motorhaube. Natürlich kann das hier hinten alles original so ein bisschen raus, aber wer weiß, wie viel das ist. Und in dem Motorraum ist schon gut was los, gerade jetzt, wo ich den Unterboden zu habe. Und hier hat man ja so mit Absicht die Form, dass die Luft hier rüber strömt und die Luft zusätzlich auch noch raussaugt. Das heißt, ich sage, das ist nicht zu unterschätzen, wie viel das am Ende hier bringt. Das werden wir dann im nächsten Video sehen. Krass, gewichtsmäßig genau das gleiche. Vielleicht ein paar Gramm mehr oder weniger. Also Gewichtsersparnis haben wir schon mal nicht, aber die Haube, merkt man so schon, ist viel, viel stabiler. Also wirklich, das wird man jetzt nicht sehen können, aber ich weiß jetzt, dass sie viel stabiler ist, weil man merkt es sofort. So, ja, da leg mal die Kamera hier einfach kurz, glaube ich, drauf. Einfach. Die müssen wir jetzt einmal in vernünftig zusammen anbauen. So, dafür können sie einmal nochmal ansetzen. Das ist auf jeden Fall so krank warm. Ich glaube, das ist schon wieder das dritte T-Shirt heute. Es ist heute aber auch wirklich nicht normal. Ich glaube, heute ist Deutschland bei Sahara. Also was ich schon wieder auf jeden Fall sagen muss, Christian, Firma Lackwelt, ich habe gesagt, Leute, bei dem Abarth müssen wir einfach unsere Ansprüche ein bisschen runterfahren. Das ist hier Rennsport, mit Pech geht das Ding durchs Kiesbett und sie haben trotzdem wieder selbst die Haube von innen perfekt lackiert. Das ist einfach immer unglaublich, da kann ich einfach nur Danke sagen. Weil wenn man bei so etwas schnell sein muss, also ihr wisst alle, ich baue gerne saubere Autos. Aber saubere Autos bauen und sie nutzen, sind halt nochmal zwei Paar Schuhe. Und in dem Fall ist es wirklich so,
Wenn man mit dem Auto schnell werden will, muss man das Auto nutzen. Und da gehören leider ein paar Kratzer und so auch mal dazu. Also was der Kratzer, da fliegt Gummi durch die Gegend und was weiß ich, was da alles durch die Gegend fliegt. Da fährt man mal ein bisschen näher an einem hinterher. So. Der Moment der Wahrheit. Aber einmal Spaltmaße einstellen und los geht's. Aber krass, passt wirklich. Ohne dass ich sie, sehr gut, ja. Ohne dass ich sie festgeschraubt habe, passt sie schon echt gut. Muss ich schon so sagen. Was sagst du denn so? Schon geil, oder? Das sieht schon sehr gut aus. Also mach den. Warte, guck mal, läuft der Schweiß runter. Es macht natürlich diesen soften Abarth jetzt immer gemeiner. Vorsichtig gesagt, ne? Weiß ich nicht, ob ich das am Ende so cool finde, aber in dem Fall muss es halt einfach so, weil die Luft muss halt einfach raus. Ist halt gleich von vorne irgendwie ein ganz anderes Auto, ne? Ja, aber ich finde, es sieht sehr gut aus. Ich finde, das mit dem Gemein hast du hier schon irgendwie verloren. Also. Mit dem DZ-DQ. Ja. So, okay, die Haube muss weiter nach vorne. Jetzt muss ich weiter rüber. Ja, da geht auf jeden Fall jetzt wieder das schöne Spaltmaß einstellen. Wieder los. Das machen wir natürlich nicht bei 32 Grad. Aber geil. Ich find's gut. Ja, mega. Warte mal ein Foto hier. Für Insta. Ja, sieht, auf dem Foto schon sieht es schon wieder aus wie ein Rennauto. So, und hier sieht man jetzt, hier kann ich euch jetzt auch gut mal zeigen, was der eigentliche Vorteil ist. Wenn du hier reinfilmst, Nico, von da, da sieht man mal, was das bringen wird. Weil guck mal, du kannst wirklich von oben auf den Turbolader jetzt gucken. Und wenn man schon genau drauf gucken kann, dann weiß man auch, was da so an Wärme am Ende rauszieht. Das wird schon nicht zu unterschätzen sein. Also ich bin wirklich gespannt. Das ist natürlich geil, weil beim nächsten Event wird es auf gar keinen Fall kälter sein. Wir haben 1:1 die Referenzen vom letzten Rennen. Und es war schon so, dass Wassertemperatur und Öltemperatur gerade so okay ist. Also der Wasserhaushalt geht hoch so auf 100 Grad ungefähr, 102 Grad und bleibt da dann konstant. Öltemperatur, jetzt mit dem Schnorchel auf den Ölkühler, so 115 Grad. Das ist für mich aber beides eigentlich zu viel. Ich hätte gerne Wasser bei 85 bis 90, das werden wir hiermit jetzt nicht schaffen, und Öl so bei 100. In Summe hängt das eine von dem anderen ab durch den Wärmetauscher. Das heißt, wenn das eine jetzt runtergeht, würde das andere auch runtergehen. Aber das ist auf jeden Fall der richtige Weg. So, jetzt zum nächsten. Ich habe ja gesagt, wir wollen ein wenig mehr Leistung endlich mal fahren. Wir wollen mal an die 350, 400 PS rankommen. Und dafür ist ja das ewige Leiden, dass immer an diesem Motor irgendwas undicht war. Deswegen müssen wir jetzt mal einen Teil ersetzen. Und zwar habe ich durch Zufall im Internet gefunden, aus Malaysia, diese gefräste Hansa-Brücke. Die gibt es echt für $600. 650 Dollar in Malaysia zu kaufen. Wahnsinn, ne? Vollbillet mit allem. Sogar mit Originaldrosselklappenposition und kann man abschrauben, eine größere fahren. Ich werde die Originale weiterhin fahren, weil ich bin der Meinung, dass eine kleinere Drosselklappe sich besser regulieren lässt. Rennstrecke, ich will es reguliert haben. Deswegen lassen wir da die kleine Klappe. Nee, aber sonst so, wie das gefräst ist. Das sieht wirklich mega gut aus. Die Übergänge sogar mit Rail. Dann auch hier drin haben wir schon Trichter. Mhm. So, bevor ich das Ganze jetzt aber anbaue, werde ich es komplett zerlegen. Einmal zu Alex, Chromfabrik schicken, weil ich will es nicht in blank haben, sondern ich möchte es gerne schwarz eloxieren, damit es da besser reinpasst. Ich glaube sogar, wir können sogar die originale Einspritzgalerie weiterfahren. So, das heißt, gleich geht es weiter, wenn es eloxiert ist, einmal die Brücke drauf und das ganze System so lange abdichten, bis wir bei 2,5 bar kein Zischen mehr hören und erst dann geht es weiter. Dann könnt ihr euch noch darauf freuen, wir bauen die kleine Bremse hinten an und dann geht es nochmal auf eine Vermessungsanlage, weil wir wollen Thema Spur hinten mal angehen, wofür wir einfach eine vernünftige Vermessung brauchen, damit wir wieder neue Referenzpunkte haben. Ja, ne, aber auf jeden Fall an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank an Eduard, Pogea Racing und die Firma Lackwelt, weil das finde ich schon echt geil. Vor allem, hier sieht man jetzt auch mal, wie viel die Haube stabiler ist. Weil das fühlt sich jetzt hier wieder gut an. Geil! Okay. Gleich geht's weiter. Ansaugbrücke ist drin. Einmal schnell bei Chromfabrik schwarz eloxiert. Und
gestern schon mal vorsorglich eingebaut. Sieht soweit auch ganz gut aus. Ich hatte ein bisschen Angst, dass die Drosselklappenposition komplett anders ist. Sieht aber gut aus. Jetzt gibt es einen kleinen Sahara-Trick. Und zwar zum Thema Silikonschlauch. Da gibt es einfach bei Amazon für, ich glaube, 10 Euro digitale Winkelmesser. Und schon kann man sich das Leben nämlich deutlich einfacher machen. In der Bestimmung des Winkels des Silikonschlauchs. Jetzt halten wir ja einfach so grob drauf. 120 Grad. Jetzt nicht irren lassen. 120 Grad ist natürlich gerade von hier nach da. Wir brauchen aber anders gerechnet von 180, 60 Grad zurück. Also wir brauchen 60 Grad Schlauch. Man sieht, dass die Drosselklappe ein bisschen tiefer steht. Deswegen ist das jetzt hier auch ziemlich eng, aber das sollte eigentlich mit Schlauch noch genau gehen, ohne dass wir das Rohr anpassen müssen. Und sonst ist krass, wie viel Platz hier hinten auf einmal ist. Also die Brücke hat deutlich weniger Volumen als die alte Brücke. Was für Max-Leistung eigentlich eher schlecht ist, weil da sagt man einfach, viel Volumen in der Ansaugbrücke hat so ein bisschen was wie von einem, wenn ihr einen Kompressor mit einem großen Tank habt, mit einem Schlagschrauber auf den Knopf drückt, merkt man einfach, wenn viel Volumen hinter ist, dass der Druck nicht abfällt, sondern die 10 Bar stehen halt konstant. So ist es auch bei einer Ansaugbrücke mit einem großen Volumen, das Einlassventil geht auf und das drückt halt viel Volumen hinterher. Andererseits ist natürlich das Ansprechverhalten schlechter, weil dieses Volumen erstmal gefüllt werden muss bei jedem Lastwechsel, bei jedem Schaltvorgang. Deswegen glaube ich, ist es für uns weit entfernt. Ja, Einspritzgalerie passt sogar auch. Die ist noch nicht verbaut, weil mir ist nämlich gestern eine Sache eingefallen, was wir noch einmal checken müssen. Wir gucken mal durch die Öffnung des Einspritzventils, ob die Ansaugbrücke richtig auf dem Zylinderkopf sitzt. Weil das ist immer so eine Sache, die man vorher nie weiß. Weil es kann immer sein, dass als Beispiel die Kanäle außermittig sind. Durch Bohrung, durchs Fräsen und so weiter. Ne? Deswegen gucken wir auf jeden Fall einmal jetzt rein und gucken, ob der Übergang zwischen Brücke und Kopf so ist, wie er soll. Kennst du noch gar nicht ein Gerät hier? Ne? Nee, das ist Hightech. Hightech hier. Alter! Ja, und schon bessere Bildschirme uns auf der Kamera hier. Nee, es wird noch viel besser im Nahfokusbereich. Mhm. Und dazu kommt, man kann halt hier. Geil. Hallo. Und das Geile ist halt, deswegen habe ich gestern nicht direkt dran gedacht beim Einbau. Man kann halt wirklich einfach durch. Also hier am besten filmst du immer drauf. Mhm. So, wir fangen mal bei Zylinder Nummer 1 an. Was guckst du, da sind wir nämlich schon. Also ihr seht, die Brücke ist auf jeden Fall minimal größer als der Kopf. Also minimal ist gut. Jo. Ja, es ist halt eine Tuningbrücke und wie ihr seht halt, wir fahren halt auch noch den Originalkopf, ne? Darf man einfach nicht vergessen. Aber das sah jetzt für mich noch, weil ihr dürft jetzt auch nicht vergessen, guckt mal, wie groß das jetzt gerade ranskaliert ist, ne? Also es ist schon echt groß gerade. Aber da ist sogar tatsächlich, die Dichtmasse macht gefühlt einen schönen Übergang. Aber es ist für mich im Rahmen. Ist jetzt, also wir könnten es eh nicht ändern, weil es ist nicht so, dass auf der einen Seite hier ein maximaler Unterstand ist und auf der anderen Seite viel, viel mehr, sondern die Brücke ist einfach generell viel, viel größer. Ach, hier sieht man es schön. Jo. Die gute Henkel-Terrazon-Dichtmasse. Die soll es richten am Ende. Also die Brücke ist leider zu groß. Weil selbst hier haben wir einen Übergang unten im Bild. Ich komme, da kann er jetzt leider nicht ran, weil wir relativ nah dran sind. Und ich kann jetzt, also ich kann es jetzt eh nicht ändern, weil ich kann jetzt ja nicht eingebaut den Kopf größer machen. Ne? Krass, ist sogar doch relativ groß. Ich liebe das Endoskop jetzt schon, ne, für solche Arbeiten alleine. Aber dieser Kopf, ne, wie der aussieht, dafür, dass der Motor schon so viel gelaufen hat. Okay, Wahnsinn. Hier, also der Kopf ist schon deutlich, deutlich. Jung. Kleiner. Also, guckt euch mal die Frässpur hier an, ne? Dann wisst ihr ungefähr, wie viel der Übergang da ist. Ne? Also der Übergang hier sind 2-3 Frässpuren. Also wir reden da jetzt nicht irgendwie von 2 mm, sondern das wird ein halber Millimeter sein. Ne? Das ist schon im Rahmen. Guck, selbst oben jetzt gerade hier im Bild sieht man die Dichtmasse. Das heißt, es ist wirklich rundum so. Das heißt, die Brücke ist definitiv für extra large. Also jetzt zeige ich mal, wie geil das geht, wenn man will. Krass, ne? Nochmal durchdrehen, nochmal Kolben gucken. Ja. Alter, das ist ja gar nichts, das ist komplett sauber. Ja, aber auch die Qualität von dem Endoskop ist halt auch krass, ne? Ja, heftig. Ja, okay, lange Rede, das lassen wir auf jeden Fall so, weil das würde gar keinen Sinn machen,
Also wir können es auch gar nicht ändern, weil ich baue jetzt nicht den Kopf um, nur für die Brücke. Das heißt aber, bei dem anderen Kopf, der noch nicht auf dem Motor ist, müssen wir auf jeden Fall im Vorfeld einmal gucken, dass der groß genug ist, sonst müssen wir nämlich selbst den ein bisschen aufweiten. Aber als allererstes wollen wir ja checken, ob die Hansa-Brücke hier gut funktioniert. Ne? Ja, eine Sache, die ich gestern auch noch direkt mit umgebaut habe, ist Thema Zylinder. Vorne, hinten. Wir bauen jetzt ja die kleine Bremse hinten an. Wir haben alles dafür da. Das heißt, kleinere Kolben hinten heißt wiederum, wir können auch einen kleineren Hauptbremszylinder reinmachen. Oder müssen. Laut unserer Berechnung gehe ich zurück von einem 23er Hauptbremszylinder auf einen 19er Hauptbremszylinder. Das heißt, jetzt ist es tatsächlich so, dass wir vorne hinten den gleichen Hauptbremszylinder haben. Das heißt, wenn beide Zylinder gleich sind, funktioniert natürlich auch die Waagebalken am besten mit der Verstellung. Und das heißt, dass scheinbar unsere Auslegung Bremse vorne zu Bremse hinten in den richtigen Bereich kommt. Weil wenn man vorne hinten gleichen Zylinder fährt, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Aber das sehen wir als nächstes. Thema Ansaugbrücke. In dem Zuge haben wir natürlich auch gleich die Querlenker einmal schick gemacht, weil Chromo würde sofort anfangen zu rosten. Die hat Alex auch einmal schnell verzinkt in Schwarz. Das heißt, den können wir jetzt auch einbauen. So. Wie geht's weiter? Ich schraube ein bisschen, mache die Querlenker rein. Wie immer kriegt die Antriebswelle gleich einen Service, wenn wir es eh schon mal zerlegt haben. Mache hier die Rail drauf und wenn ich die Hinterachse zerlegt habe, melden wir uns da gleich nochmal. 1 Uhr nachts, Feierabend für heute. Querlenker sind drin, passen mal wieder extrem geil. Also da muss ich wirklich sagen, Thorsten, hast du ganze Arbeit geleistet. Beide Lenker sind drin. Es ist soweit alles wieder zusammen. Hier vorne passt auch alles. Jetzt müssen wir als nächstes definitiv eine Achsvermessung machen. Dafür fahren wir zu der Firma Polybauer nach Lehrte. Die haben einen ganz neuen Achsstand, Achsvermessungsstand, um einfach jetzt einmal zu gucken, wo das Auto steht. Wie weit kommen wir mit dem Rad nach außen, nach vorne? Es ist jetzt aufs Maximum eingestellt. Dann müssen wir Sturz einstellen, Spur einstellen. Ja, und dann geht's mit der Bremse hinten weiter. Let's go. So, angekommen bei der Firma Polybauer in Lehrte. Felix, wer nimmt das heute hier? Moin. Nagelneue, geile Vermessungsanlage habt ihr hier, ne? Ja, ist schon ein bisschen im Einsatz, aber ist so der neueste Stand der Technik. Was ist besonders an der? Weil das sah gerade so schnell aus, wie du das alles eingerichtet hast etc. Ja, da sind Kameras drin, die machen quasi Live-Bilder und die gleichen permanent diese Messskalen, die man hier hat, ab und übermittelt quasi live die Werte hier und man kann halt sehen, während man einstellt, was man tut, was sich verändert, wie sich die Einstellung auf den Rest vom Fahrzeug auswirkt. Und ich glaube durch dieses Klemmen an der Felge und einmal vor- und zurückrollen, darüber erkennt er quasi jetzt generell die Nullung. Also man stellt sich jetzt ja immer die Frage, woher weiß der, wenn er da ein Foto drauf macht, was da eigentlich gerade passiert. Aber durch das Vor- und Zurückrollen, darüber erkennt er halt, wie das Rad gerade steht. Ne? Ja, geil. Dadurch kann er das dann zuordnen. Easy. Okay. Ja, dann lass uns mal schauen, was hier so geht. Also deine Hinterachse sieht ganz schön aus. Zu der Hinterachse muss ich einmal kurz sagen, da haben wir jetzt schon etwas die Zapfen unterlegt. Das heißt, wir gehen jetzt den Schritt, dass die Spur minimal auf ist. Original ist sie so 10 Minuten zu und wir haben das echt gut getroffen. Jetzt geht sie 2 Minuten und 3 Minuten auf. Also die Spur steht jetzt nicht mehr so, sondern so. Bin gespannt, wie das fährt. Ja. Sturz kann man ja hinten auch nicht einstellen, das können wir auch nur über die Schaltchen machen. 2,5, 2,44. Das passt auch. So, vorne? Ja, vorne dein Sturz und dein Nachlauf ist wahrscheinlich mit Glück ziemlich gut getroffen, nachdem wir da die Querlenker eingebaut habt. Ja, okay, das ist natürlich richtig Glück, weil minus 3,5 Grad, minus 3,5 Grad, also fast eine Minute Unterschied. Das ist wirklich, da könnte man jetzt sagen, die Querlenker sind so geil gebaut, das passt. Das ist natürlich Quatsch, weil wir können auch das Domlager verstellen. Das war wirklich Glück. Aber sowohl Sturz ist ungefähr ein halbes Grad weniger geworden, als auch Nachlauf. Waren vorher fast 5 Grad, sind jetzt nur noch 4 Grad, ist auch weniger geworden. Mhm. Das heißt, da sind wir mit den Querlenkern jetzt am Einstellungsmaximum. Da müssen wir nochmal die hintere Strebe neu fertigen, weil ich will die Kugelköpfe nicht noch weiter rausdrehen, weil irgendwann ist halt auch der Moment, wo es einfach mal rausfliegt. Ne?
So, das heißt, da habe ich beim Einbau, vorm Einbau, Querlenker auf maximal gestellt, also maximal weit raus, maximal weit nach vorne. Und die alten Querlenker waren da ein bisschen mehr Sturz und ein bisschen mehr Nachlauf, was jetzt zur Sekunde erstmal nicht schlimm ist, weil ich könnte es auch am Federbein wieder gegenkorrigieren, was den Sturz angeht. Aber das macht erstmal nichts. Ich wollte vom Sturz her eh ein bisschen wieder zurück. Was auch extrem gut passt, was man direkt sieht, ist die Spur. Also sie passt gar nicht, aber sie geht so zu. Liegt einfach daran, dass das Rad vorher weiter außen und weiter vorne stand und in dem Moment würde die Spur aufgehen. Das heißt, wir müssen echt tatsächlich nur Spur einstellen, Felix. Ja, der Rest sieht sehr gut aus. Wenn du eh ein bisschen Sturz rausnehmen wolltest, 3,5 Grad sind auch ganz gut eigentlich, auch so für die Rennstrecke. Ja. Wenn du das mal testen möchtest, dann können wir das so lassen. Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen sehen. Das ist ja schon, also 2,5 Grad sind ja schon sehr viel. Wenn wir das jetzt irgendwo gegen Null drehen, kann es auch sein, dass der Sturz halt wandert und halt auch gar nicht mal so wenig wandert. Stimmt. Weil du hast ja die Spurstangen hinterm Radträger quasi. Und wenn wir jetzt die Spurstangen reindrehen, genau, dann verändert sich halt alles so ein bisschen. Weil 2,5 Grad sind auch schon relativ viel. Das sind ein paar Umdrehungen. Also mit Glück wird die Spur sogar wieder mehr gleich, ne? Der Sturz. Ja. Wobei ich, wie gesagt, gar nicht mehr will. Ich bin jetzt von 2,7 bis 4,2 gefahren. Und ich konnte jetzt nicht feststellen, dass das Auto mit über 3,5 noch mal deutlich besser fährt, was die Traktion an der Vorderachse angeht. Wir machen jetzt vorne auch die Spur auf. Das heißt, ich würde das Ganze ungefähr so stellen wie hinten, um die 1 bis 2 Grad, dass vorne die Spur minimal auf ist. Nicht viel, weil wir es vorne eigentlich nicht brauchen. Am liebsten würde ich natürlich 0 haben vorne. Bei 0 ist aber immer das Risiko, dass er dann doch minimal die Spur zudrückt, deswegen lieber 1-2 Minuten auf, dass er minimal offene Spur fährt. Dass das Auto eigentlich mehr oder weniger maximal leichtfüßig fährt. So, siehst du es gerade schon, ne? Wir sind jetzt gegen 0, so viel hat sich gar nicht getan. Also ich dachte, das passiert wesentlich mehr. Aber es ist weniger geworden, ne? Ein bisschen, weniger. 5 Minuten oder 8 Minuten wäre weniger als vorher. Ja, ja. Mach mal auf 1 Minute. Wird am liebsten Minus. Ja, das minimal aufsteht. So, was ist denn jetzt? Das machen wir gleich nochmal genau. Ich drehe erstmal die andere Seite hin, dass wir sehen, wo wir da vom Sturz her hinkommen. Ich bin einfach nur froh, dass ich nicht so eine Vermessungsanlage zu Hause habe, weil ich würde mich tot fummeln. Nach jeder Fahrt. Ja, also man entwickelt dann wahrscheinlich Gefühle und Gedanken. Ja. Man sieht wahrscheinlich nur so ein Mühe am Reifen, irgendwas passt da nicht, zack, wieder vermessen halt. Wobei hier bei der Anlage muss man jetzt wirklich sagen, das ganze Einrichten hat gerade, keine Ahnung, gefühlt 5 Minuten gedauert. Ja. Also das geht ja wirklich schnell. Theoretisch ist die sogar mobil. Also ihr könnt die sogar mit zur Rennstrecke nehmen, ne? Ja. Da ist halt nur dann das Problem, dass es sehr umständlich wird jedes Mal quasi. Du musst dann ja einstellen, das Rad runternehmen, alles wieder abbauen und dann, also es geht. Oder zum Beispiel, wenn man jetzt ein Wohnmobil oder sowas vermessen möchte oder ein Raptor oder so, da kann man sich ja auch unterlegen und das machen. Ne? Nur bei einem Rennwagen ist das ja meistens relativ schwierig. Ja. Und was halt wichtig immer ist, dass man so freie Platten hat, dass man die beim Verstellen sich das Auto wirklich so hindrückt, wie es muss. So, also der Sturz hat sich auch ganz gut angeglichen, ne? Da sind wir auch fast gleich. Bis zwar jetzt 5 Minuten weniger. Alter, aber krass, wie gleichmäßig der ist, ne? Ja. Also so gleichmäßig hatte ich schon lange keine. Ja. Sieht fast so aus, als wenn wir hier so ein Desktop-Bild einfach einblenden, ne? So ist alles gefaked. Und vor allem, dass das jetzt trotzdem noch gleich steht, auch wenn es hier waren ja 2,5 Grad und da waren 1,5 Grad zu. Und trotzdem steht er jetzt wieder gleich am Ende, ne? Jetzt müssen wir nur gucken, was passiert, wenn wir es gleich anziehen. Weil ich habe es tatsächlich gehabt, dass es sich dabei immer ein bisschen verstellt. Ja, das. Aber genau so hätte ich ihn gerne. 1 Grad auf vorne. Ja, das kriegen wir hin. Das ist gut. Weil wir haben nämlich festgestellt, ich hatte beim letzten Mal die Spur mal einfach auf gut Glück deutlich weiter auf. Und man hat es sofort am Reifen gesehen. Okay, an dem Reifen jetzt nicht, weil gerade ein anderer drauf ist. Aber man hat sofort gesehen, man sieht es immer gut bei der Spur, ist die Spur auf, fahren die Reifen sich innen ab. Weil einfach das Rad will auseinander. Das heißt, die Räder machen so und schieben über die Innenkante. Ist die Spur zu, schiebt er über die Außenkante. Und wir hatten vorher eine zu stark befahrene Außenkante. Deswegen dachte ich auch immer, wir brauchen mehr Sturz. Es war aber nicht der Sturz, der höher musste, sondern die Außenkante war so stark abgefahren, weil die Spur noch so weit zu war. Felix, hervorragend, das ging ratzfatz hier. Ja, also da brauchen wir uns nicht mehr zu verstecken. Genau 2 Minuten hinten die Spur auf, vorne 1 Minute auf, fast vorne über 3 Grad, hinten unter 3 Grad Sturz. Also das ist jetzt auf jeden Fall geil. Das ist jetzt eine Vermessung, die auf jeden Fall schon mal ein bisschen sportlicher ist, weil halt einfach die Spur hinten auf ist. Aber genau so würde ich auf jeden Fall fahren. Das heißt, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Wenn ihr Bock auf eine Vermessung habt, für einen Polybauer in Lehrte, jederzeit möglich. Und ich mache jetzt Bremse hinten noch und dann sind wir auch bald durch. Perfekt.
Wir haben es geschafft, Auto ist fertig, sind auf dem Bilzerberg angekommen. Ich zeige euch mal kurz, was wir gemacht haben. Habe ich euch jetzt einfach mal nicht gezeigt, weil das haben wir schon ein paar Mal gezeigt. Kleine Bremse ist hinten drauf, noch kleiner geht jetzt nicht. Das ist eine originale Fiat Punto Scheibe mit dem kleinsten AP-2-Kolbensattel, auch mit dem kleinsten Volumen. Kleiner Hauptbremszylinder jetzt drin, Pedal ist auch direkt weicher geworden. Dann habe ich in Windeseile noch umgebaut, weil ich wollte eh keinen Beifahrer mitnehmen. Wollte ich mal einen Test machen. Beifahrersitz raus, aber weil ich das Gewicht auf dieser Seite brauche, weil das Auto kippt immer nur in Rechtskurven. Das heißt, die Seite von dem Auto ist in Rechtskurven in dem Fall zu leicht, weil ich halt auch links sitze. Deswegen habe ich jetzt mal den Tank hier hin gemacht. Jetzt ist er noch ein bisschen tiefer und noch weiter rechts. Ja, viel weiter kriege ich das Gewicht jetzt auch nicht nach rechts. Ansaugbucke ist dicht, sieht man sofort, weil Unterdruck höher ist. Und jetzt fahre ich einfach mal los und guck mal, was passiert. Aber das seht ihr im nächsten Video. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.